Ich weiß nicht, ich denke mal, direkt am Ende. Also es tut mir leid. Ist ja jetzt wieder so. Eigentlich dieses Video am Samstag kommen. Den 21.11. Aber weil es jetzt wieder zwei, ich daraus zwei Teile machen. Das heißt, etwas längere Video und am Sonntag als kleines Video. Warum ist aber weiß ich nicht. Right, we're seeing a loss of power from the turbo charger now. Loss of power on the turbo. So, 5 Runden noch. Achter. Ganz schön enttäuschend. Ja. There's 4 laps of fuel remaining. But it's going to take a while for the track to dry out. Okay. Wird immer kritischer. 84% jetzt. Irgendwann ist es aufgeholt. Immer schlimmer. Habe ich schon das Video? Okay.
für den ersten Teil. Dahinter noch Teil 1. There's three laps of fuel remaining. Gap to teammate ahead is 8.8 seconds. Ja. Okay. We're increasing our gap on the car behind by around a second a lap. Jetzt ist passiert, dann muss ich mal entscheiden. Müsste gleich gehen, ja, perfekt. So. Jetzt sind wir wieder. War ich nicht. Okay, good work. Great pass. Okay, clear. Two laps of fuel left. So, dann noch zwei Runden. Jetzt. Gap to car in front is 3.0 seconds. You need to slow down before hitting the corners. We don't want to get a penalty. Pumpt uns die Rennleitung eine Stunde Haarschar auf. Das geht natürlich gar nicht. Aber richtig geil. Wenn man hier diese Wolkenkratzer und diese Höhe dann schaust, das ist schon geil. So, muss ich sagen. This is your final lap of the race. Komm, Stroll können wir noch bekommen. Das. Ja. Und nur die richtige Kurve bis hier gerade. Wie hier zum Beispiel. Ja. Kriegen wir hin. Kein Problem. Fünfter noch. Ich werde die kriegen wir nicht mehr. Unmöglich. Das nächste Mal stelle ich auch wieder auf Deutsch um. Warum nicht gesprungen?
Aber jetzt kriegen wir noch 10 Minuten. Schön. Brauchen wir eigentlich nicht mehr zu wissen, weil die sind gleich vorbei. Unsere Modelle hier. Sorry, wenn das Video jetzt nur 8 Minuten oder so lang ist. Es tut mir aber leid. Machen. Das ist halt so. Ich bin doch noch verdient. Ja, bestens, aber das glaube ich auch nicht. Das immer noch. Tolles Fahrwerk. Scheiß Typ. Oder doch? Nein. Oh, schade, egal. Vierter. Okay. That's the end of the race. We'll see you in Park Fermé. Singapur, es ist nie leicht, bis zur Ziellinie durchzuhalten. Es ist ein langes Rennen, aber hier und heute war der Sieg in keiner Sekunde gefährdet. Herzlichen Glückwunsch. Was denkst du, schön. Stefan, was Ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrern zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Mercedes ist wieder in Topform bei einem exzellenten Rennwettbewerb. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Gut, bla bla bla. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Der Abstand an der Spitze hat sich nach diesem schwierigen Rennen für unseren WM-Führenden heute deutlich verringert. Aber immer noch wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan? Bin ich froh, aber zwischen Hamilton ist jetzt weiterer Abstand wieder gekommen. Der mehrfache Weltmeister mag an eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter. Nicht mehr ändern. In der Zwischenzeit kann Alpha Tauri mit okay. Schön. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus ja, das stimmt. Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Die Leute mehr erwarten. Haben Sie sich bei diesem verregneten Wetter heute wohlgefühlt? Nein. Ein Risiko. Das war heute ein gewaltiges Kräftemessen zwischen Ihnen. Ein Kampf für die Geschichtsbücher und ich. Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet? Wir müssen uns wirklich um den Abtrieb kümmern. Das war dann alles. Ja. Ist gut. Ja. Gut. Da würde ich auf jeden Fall sagen. Ich will noch mal wissen, was dann als nächstes für kommt. So. Aber ich glaube, das müsste Russland sein oder irgendwie sowas. Genau, Russland. Ja, na gut. Ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal sagen, das war's mir. Denkt dran, es sind 2 Teile. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Und ich sage, tschüss. Wiedersehen. Ciao.